Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality. Ich habe gerade gesehen, ich habe zu viele Fohlen und ich brauche Platz. Also ich habe zwar ordentlich Platz, aber trotzdem muss ich ein bisschen strenger aussortieren, weil einfach, Gabi, was soll ich dazu sagen? Ja, die Lipizzaner kommen jetzt am, wann war es? 9. Jetzt muss ich nachgucken. Ja. Am 9. Also in 3 Tagen kommen die Lipizzaner jetzt ins Spiel und ich muss irgendwas machen. Ich muss auch noch züchten. Ich glaube, ich habe heimlich ohne euch gezüchtet. I don't know. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ja. Oder habe ich zusammen mit euch gezüchtet? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich das? Habe ich das nicht? Ich habe es vergessen. Egal, nichtsdestotrotz, wir müssen anfangen hier mit Fohlen aussortieren und ich glaube, das machen wir nicht, weil war das nicht dieser verdammt teure Engst? Ja. 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 Okay. Ich glaube, das ist eine Tochter von diesem verdammt teuren Hengst gewesen. 808. Ja, die wahrscheinlich nur ein Rabicano-Träger wird. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Ich muss sowieso gucken, was ich mit den Quartern mache. Also eben habe ich gedacht, ich schmeiße alle Quarter raus. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, nein, du hast so viel Arbeit da reingesteckt und das machen wir nicht. Da muss dafür wieder eher eine andere Rasse dran glauben. Also die bleibt erstmal definitiv bei mir. Ich werde es jetzt aber erstmal zu den Quartern mit reinstecken, dass ich einfach mal so einen Überblick habe. So, das Fohlen ist abgearbeitet. Bei dir muss ich mal gucken. Das ist von, ich meine, Dani Einhengst. Ja, das ist von Dani Einhengst. Mit dem müsste ich ein bisschen auch mal wieder mehr züchten. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe ein paar Mal jetzt mit dem gezüchtet. Ja, das Problem ist halt bei dem einfach nur, dass er Pearl und Dan hat und irgendwie alle meine Stuten haben. Auch diese Farben ist schrecklich. Wir haben 819 GP. So rum. Confi ist in meinen Augen in Ordnung für das hohe GP. Die bleibt auch erstmal, die packe ich auch erstmal zu den Quarterpferden. Die wird definitiv bei mir bleiben. So, als nächstes muss ich mal gucken. Das ist eine Eigenzucht von mir und die hat 799 GP und... Die ist mir aber zu schlecht. Ich weiß jetzt nicht, warum ich die habe. Es ist 100% Rabicano. Die geht in den Verkauf. Was hatte ich jetzt gesagt? 199 GP. Dann hat die 6 Very Good, 6 Good. 6 Very Good, 6 Good. Gut. E-Doppel-Pearl dann. Ja, es geht schon wieder los hier, ne? Also das ist, ja. Ja, 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 ja. Also ein großes... hallo? Was habe ich hier hingeschrieben? 6. Gut. Dankeschön. Was auch immer ich da jetzt hingeschrieben habe. Großes E, dann haben wir... Pearl zweimal. Hoppala. Zweimal ein großes D haben wir zweimal und SW1 ab in den Verkauf. Zack. Allerdings, ich muss hier noch ein Verkaufszeichen mit dran machen. Verkaufszeichen bitte konzentrieren, bitte danke. So, ja. Wie gesagt, die geht in den Verkauf. Ich werde sie mir auch nicht nochmal angucken. Ich werde das jetzt knallhart entscheiden, ob die jetzt bleiben oder nicht. Hier ist es, glaube ich, genau das Gleiche. Die hat
Über 800 GP, ich werde jetzt einfach nur noch die Pferde mit 800 GP behalten und die ist nicht schlecht. Ich glaube, sie ist aber nur ein Träger, ne? Ja, sie ist, glaube ich, wieder nur so ein kleiner Träger. Müssen wir gucken. Ach nee, warte mal, eher. es ist ein Hengst. Jetzt muss ich überlegen. Ich meine, GP-technisch ist es mein stärkster Hengst, den ich habe. Ja, irgendwas war da. Der kommt aber definitiv zu den Fohlen. Erstmal. Papi, Fragezeichen. Und dann muss ich mal schauen. So. Als nächstes, jetzt aber wieder eine Stute, auch von dem gleichen Hengst, sogar von einer sehr alten Stute, die ich hier schon auch länger mit im Stall habe. Die hat aber 781 GP. Macht auch nicht so konfitechnisch das, was sie soll. Was ist mit dir? Was machst du? 87, du hast 790. Die Mutter muss ich auch verkaufen. Also beide gehen jetzt in den Verkauf. Warte mal. Sie ist aber auch nur eine Rapp C. Muss man halt wieder gucken. Abi, Fragezeichen. Dollarzeichen. Was hatte ich jetzt gesagt? 781. 781. Dann haben wir. Ach ja. 8 und 4. Vier, gut. Farbtechnisch ist es eigentlich schon wieder schade, weil sie hat, bis auf das Splash White 1, hat sie nichts an Farbe. SW1. Verkauf. Zack. Schade, schade, ist aber so. So, wieder ein kleiner Hengst. Hengste sind so verdammt schwierig zu verkaufen. Ist ein kleiner Hengst. Ich muss mal eben gucken, was ich hier so mit drinne habe in einem Stammbaum. Vernice hat es nicht so gerne, wenn ich von ihr Pferde mitverkaufe oder wo ihre Pferde mit im Stammbaum sind. Deswegen werde ich den zu Gisela schicken. Weil da jetzt einfach schon zwei Linien mit drinne gewesen sind, die von ihrer Linie waren. Und ja, das machen wir nicht. So, hier. Auch wieder hier mütterlicherseits. Ist auch ein kleiner Hengst. Und Leute, machen wir uns nichts vor. Hengste verkaufen sich einfach null. I don't know. Also das, wie gesagt, den kann ich auch getrost zu Gisela schicken. Ich schicke den jetzt einfach zu Gisela, weil, ja. Es gibt mittlerweile bessere Hengste und da gucke ich blöd in die Röhre. So, dann haben wir, das ist jetzt aber, genau, das ist jetzt der gleiche, den, der, die, das. Ist auch eine Stute. Ist, glaube ich, auch, nee, das ist ein 100% Rabicano, 100, 804. Die bleibt definitiv bei mir. Da sind die Quarters. Die ist auch schon wieder fast erwachsen. Und das ist halt so das, was ich meinte. Wenn ich das sehe, dass gerade die Züchterin, dass die halt ja auch für den stolzen Preis, den er jetzt hatte, ich glaube, ich habe irgendwie 2, 3 Millionen für diesen Decksprung bezahlt. Aber dieser Hengst ist einfach jetzt mal auf privat. Der ist einfach auf privat, weil er einfach jetzt, I don't know, ein paar Nachkommen hat. Ich habe eins, zwei. Genau, ich habe zwei Fohlen von ihm. Klar, es gibt immer welche, die haben bessere. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sie den öffentlich hat. Ich glaube es aber nicht. Ja, den hat sie nach wie vor nicht öffentlich. Ich denke jetzt auch nicht, dass hier einer von denen hier öffentlich sein wird. Ja, weil einfach der könnte vielleicht noch öffentlich sein. Der Gute, was ich aber bezweifle. Okay, der ist öffentlich.
auch gar nicht so teuer. Was ist mit dir? Der ist wahrscheinlich wieder okay. Mit dem könnte ich sogar züchten. Mit dem könnte ich jetzt züchten, finde ich absolut in Ordnung. Den Preis. Ja, kann man mitarbeiten. Jetzt will ich aber noch mal eben schauen. Der hat ja auch schon wieder Nachwuchs. 5 Rapp-C. 16, ich denke mal, der ist auch nicht öffentlich. Nein. Nein, nein, nein. Ja, wahrscheinlich sind, genau aus dem Grund sind die jetzt wieder privat, diese Hengste, weil sie vielleicht gesehen hat, dass Leute damit gezüchtet haben und wieder für kleines Geld diese Pferde mit reingestellt haben. Wie gesagt, die bleibt bei mir. Ja, baue ich weiter meine Zucht mit aus. So, jetzt muss ich gucken. Die ist ein Sooty, die Kleine. Ja, ich habe es doch verstanden. So. Schauen wir mal, ist ein Suti, brauche ich dich, weiß ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich die weiterhin züchten möchte, wenn jetzt die Dings kommen, wenn jetzt die Lipizzaner kommen. I don't know und ich muss ein bisschen schneller mich entscheiden. Die bleibt erstmal bei den Polis und dann schauen wir mal, was wir damit machen. So. Ja, die Welchis. Was mache ich mit den Welchis? Das ist eine kleine Sooty-Stute, die kleine hier. Aber ja, ob das jetzt, also ist ein Rabicano-Träger, ob ich die jetzt aber weiter auch so weiter züchten will, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, obwohl ich sie mittlerweile sehr knuffig finde. Gerade die Fohlen, die sind einfach knuffig. Ich packe sie jetzt erstmal zu den Fohlen. Und dann schauen wir mal. Das gleiche genau wie mit ihm. Wobei mit den Hengsten bin ich strenger. Ist er besser vom GP her als sein Papa? Nee. Das sieht nicht so aus. 90. Papa macht 90,7. 90,1. Nein, da muss ich gar nicht. Halt, stopp. Nee, da muss ich gar nicht überlegen. Der wird mich verlassen. Mit Hengsten, man muss einfach so unfassbar streng sein mit den Hengsten. Es ist nicht mehr normal. So, ist ein Sohn von meinem Lister. Machst du denn das, was ich möchte? Der macht aber auch nicht das, was er soll. Das ist halt, es ist zum Mäusemelken, so ein bisschen. Also das, ja, dann brauche ich gar nicht weiter gucken. Tschüss. Ja, so. Die Mongolis. Ja, bei den Mongolen habe ich auch eingekauft. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Bei ihr muss ich mal eben gucken. Was machst du denn so konfitechnisch? Leider nichts Gutes. Nichts Gutes. Brauche ich auch nicht überlegen. Sind meine beiden gewesen. Meine Pferde. Tschüss. So, bei den Finis. Bei den Finis muss ich auch gucken. Ich meine, ich hätte jetzt schon die Tage mal geguckt mit den Finis. Das war ja eine Katastrophe. Muss ich nochmal eben hier gucken. Ja, den wollte ich. Nee, die wollte ich behalten, weil es ist zwar ein Bay Sooty. Aber ja, die bleibt auch erstmal. Und meine Katze kratzt wieder an der Tür. Ach, ist das schön, wenn wir aufnehmen. Weil sie ja sich immer überlegen muss: Nein, du redest jetzt nicht mit den Leuten hier. So, wieder das gleiche. Das ist aber ein Sooty Rabicano. Die wird erstmal bleiben. Auch wenn sie jetzt so nicht die Konfi macht, aber ich will ja auch ein bisschen damit weiterkommen. Also wird die jetzt erstmal bleiben. Zack. So, dann haben wir jetzt wieder von den Finnies wieder ein Fohlen. Wie gesagt, ich meine, ich habe jetzt bei den Fohlen auch schon geguckt, bei den Finis. Irgendwas habe ich da im Kopf, dass ich sie aussortiert hätte. Du bist aber die, ja genau, sie ist halt die Farbe, die ich ganz gerne möchte. Deswegen bleibt die jetzt erstmal. Die kommt zu den Fohlen. Zack, so, Welch Pony wieder. Ist jetzt so die Frage, ob du ein Rabicano bist oder nicht. Du hast auf jeden Fall über 600 GP. Finde ich schon mal gut, aber konfitechnisch,
Ja, nicht gut. Ja, wie gesagt, Suti, auch flexen. Wahrscheinlich wieder nur ein Rabicano-Träger. Von daher entscheide ich mich jetzt gegen sie und sie kommt auf die Wiese. So, dann nochmal eine kleine Stute. Auch wieder ein Flexen. 592 GP ist okay. Muss ich mal gucken. Ja, bei der würde ich das ganz gerne abwarten, was die macht. Ich schicke die jetzt einfach mal auch zu den Folis. Gucken wir mal. Zack. Mongolis. Ich glaube, das Fohlen war auch nicht so, wie ich das wollte. Ja. 66. Wobei, du hast kein Below Average. Das heißt, du bleibst. Kein Below Average ist erstmal dein Glück. Fohlen. Update, weil die ist ja auch noch nicht so alt. Ich muss die allerdings mehr wieder in die Konfi schicken. Das werde ich gleich auch machen. Und ich meine, den hätte ich jetzt auch noch, weil der auch kein Below Average hat. Doch, ein Below Average hat er. Aber den kann ich getrost zu Gisela schmeißen, weil ich bessere Hengste jetzt habe. Wobei, nee, halt, stopp, ich sehe gerade. Macht der wirklich Erfolg? Na, 4, 74, das kriegen wir schon noch hin. Und der hat nur ein Below Average. Okay, überzeugt, der bleibt erstmal. Den möchte ich mir weiterhin anschauen. Fohlen. Zack, haben wir erledigt. Ja, ich habe jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht. Okay, ich glaube, wir sind jetzt erstmal ganz gut gewappnet mit dem Platz her. Ich werde jetzt im Anschluss wahrscheinlich noch eine Folge mit den Quartern aufnehmen, dass ich halt einfach mal ja hier ein bisschen wieder Ruhe mit reinkriege bei den Stuten. Und ich muss halt einfach gucken, mit wem ich züchte, weil die Quarter sind sehr, sehr klein geworden, wenn man bedenkt, dass das früher meine Hauptzucht war und mittlerweile sind es einfach die Mongolen. So ändern sich die Zeiten. Hauptzucht werden jetzt wahrscheinlich aber mit den Lipizzanern auch die Lipizzaner sein und Mongolen. Und ja, wir schauen einfach mal. Schreib mir in die Kommentare, ob du dich auf die Lipizzaner freust. Links und rechts findest du zwei weitere Videos von mir und wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.